Hallöchen, Freunde der Nacht. Und des komischen Geschmacks. Weil ihr müsst einen komischen Geschmack haben, wenn ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Bei diesem Let's Play. In diesem Spiel, das sich Rhyme nennt. Es soll ein Rätselspiel sein. Ich selber habe das nur kurz angetestet. Bin davon beeindruckt. Und ich dachte mir, warum denn nicht gleich ein Let's Play daraus machen? Deswegen neues Spiel komplett von vorne und ich denke mal, kein langes Rumschnacken, wir fangen direkt an. Oh, schöne Musik. Greybox Presents. Ein Sturm. Ein rotes Tuch. Oh. Ist das... Oh. Oh. War das auf einmal hell. So. Die Möwen zwitschern. Und da ist auch unser Charakter, den wir spielen werden. Ein kleiner Junge. Oh. Dann wollen wir mal uns auf den Weg machen. Und herausfinden, wo wir hier eigentlich sind. Ist auch schon etwas länger her, dass ich das gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. Deswegen ist es eigentlich für mich sowas wie ein Neustart. Und für so ein Let's Play eigentlich doch ganz toll. Na, wie bei meinen anderen Let's Plays wird das wahrscheinlich auch wieder so im 15-Minuten-Takt. Und aber nicht mehr täglich, sondern jeden zweiten Tag veröffentlicht. Damit das Ganze halt auch ein bisschen mehr Form hat. Weil ich kann nicht jeden Tag da irgendwie 1000 Spiele aufnehmen und sie alle noch am selben Tag hochladen. Das ist mir nicht möglich. So, hier können wir klettern. Was ist das denn? Okay. Wir haben eine Vase kaputt geschrien. Oh, schönes Echo. So. Oh, ich denke mal, hier geht's nicht weiter. Deshalb begeben wir uns jetzt auf den Weg zurück und gucken mal die andere Richtung, wie weit wir da kommen. Aber so vom Grafischen sieht das Spiel doch schon recht ordentlich aus. Mal gucken, ob hier irgendjemand ist. Vielleicht antwortet ja jemand. Klingt nicht so. Können wir schwimmen? Ich glaube, wir können schwimmen. Ja, wir können schwimmen. Können wir auch tauchen? Das ist immer so das Erste, was man ausprobieren muss. Ja, Tatsache, tauchen geht. Mit Kreis geht's runter, mit X geht's hoch. Wie gewohnt. Weil, wie gesagt, ich spiele auf der PlayStation 4. Vielleicht wird auch in naher Zukunft irgendwann mal Computer hinzukommen. Okay. In den Ranken kann man klettern.
Ja, und ich bin mal gespannt, was uns dann da noch so alles Schönes erwartet. So, da haben wir einen großen Turm. Ich denke mal, das wird unser Ziel sein. Da haben wir ein paar Schweinchen. Die hauen alle ab. Ja, verschwinde hier. So. Was haben wir hier? Hier haben wir so komische Fuchsstatuen. Ah, da hinten ist ein Weg. Dann lasst uns doch einfach mal den Weg folgen. Okay, hier können wir was nehmen. Ich glaube, dass das Schwein will die Frucht haben. Tatsache. Also Schweine scheinen diese Früchte zu mögen. Werden wir vermutlich später noch brauchen. Ah, da hat sich gerade Google gemeldet. Okay, das scheint uns ja nicht durchlassen zu wollen. Und wir können es nicht verscheuchen. Ich glaube, wir müssen so eine Frucht holen, damit wir da an die Statue kommen. Weil die folgen uns. Mal sehen, ob uns das Schwein dann auch folgt. Ja, er schubst uns einfach weg. Und wir können am vorbei. So. Okay. Wo fliegt das jetzt hin? Und mir gefällt die Musik. Normalerweise mag ich ja so ein Gedudel nicht, aber bei dem Spiel finde ich das irgendwie toll. Ah, okay. Bedeutet, wir müssen noch vier von diesen Statuen finden. Beziehungsweise drei. Insgesamt brauchen wir vier. Und ich denke mal, da wo es leuchtet, da werden dann wahrscheinlich auch die Statuen sein. Hier ist der hinten auf der Insel. Da werden wir jetzt wieder ein bisschen schwimmen müssen. Da steht jemand. Steht da jemand? Steht doch jemand. Können wir die anrufen? Hä? Okay, schreien können wir nicht. Dann gehen wir sie einfach mal besuchen, die Person da oben. Okay, wir kommen da gar nicht auf die Felsen drauf. Wir können nicht aus dem Wasser herausspringen. Da ist ein kleiner Eingang, den habe ich gerade eben schon gesehen. Ah, okay. An den Felskanten mit diesen komischen Abschabungen können wir also rauf. Mysteriös. Rotkäppchen ist verschwunden. Ah, da geht's nach oben. So.
Was ich mich jetzt allerdings frage, ich denke mal, die Frage ist durchaus berechtigt. Was hat ein kleiner Junge auf so einer Insel verloren? Ich schätze mal, das werden wir früher oder später rausfinden, wenn wir weiter in der Story voranschreiten. Kriegt man eigentlich Fallschaden? Er setzt sich nur kurz hin. Okay, also wenn wir irgendwo runterfallen, zumindest aus der Höhe, dürfte uns nichts passieren. Aber da kommen wir nicht hoch. Aber hier kommen wir hoch. So, dann folgen wir mal dem Weg. Weil, wie ich schon in Skyrim immer gesagt habe, der Weg, der führt immer zum Ziel. Der Weg ist mein bester Freund. Oh. Da ist so eine Kante. Da kommen wir vermutlich hoch. Das sieht sehr gut aus. Da ist wieder so eine Kante. Dann werden wir wahrscheinlich darüber gehen müssen. Wie gesagt, das hier ist ein reines Rätselspiel. Keine großartige Action mit Gegnern oder sowas. Zumindest soweit ich das jetzt bisher gesehen habe. Wow. Da oben ist ein Spielzeug. Aha, da können wir hoch. Okay, das geht auch. Es war aber sehr knapp berechnet hier. So. Okay, höher kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier rüber. Und dann wahrscheinlich hier drauf. Perfekt. Jetzt noch diesen einen Sprung und wir haben es geschafft. So, wir haben eine Möwe gesammelt, weil wir so gut sind. Bedeutet jetzt einmal den ganzen Weg zurück. Den Sprung werden wir da wahrscheinlich nicht schaffen. Shit, blöder Baum. So. Damit hätten wir das dann auch. Das sieht ja auch nice aus. Also das gefällt mir. Oh. Aber wie gesagt, ich habe es halt nur kurz angetestet, weil ich mir auch nicht so wirklich die Überraschung verderben wollte. Das letzte scheint da hinten irgendwo zu sein. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Nee, aber wir kommen da durch. Okay. Wir sind mal ganz wagemutig. Weil wir wollen ja nicht direkt am Anfang irgendwie hops gehen. Deswegen nehmen wir den schwierigen Weg. Klettern, was das Zeug hält. Schau mal, guck, da ist sogar ein Weg. Und da ist das Rotkäppchen wieder. Na, diesmal kriegen wir es. Und scheint wieder mal verschwunden zu sein. Ich
Ich denke mal, das ist so eine Art Wegweiser bzw. Hilfestellung oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder ein entfernter Verwandter. Ich meine, ist ja kein Zufall, dass das Ding da irgendwie ein Rotkäppchen ist und wir rennen hier mit einem roten Tuch um den Hals rum. Das ist mir ein bisschen zu sehr Zufall. Ich denke, das Männchen hat noch was zu bedeuten. Wie gesagt, genau wissen tue ich es nicht. Ah, da hinten leuchtet was. Wenn irgendwas leuchtet, dann ist es gut. Alles, was leuchtet, ist gut. Dann lassen wir uns hier mal fallen. Kommen wir da irgendwie durch? Nee, da kommen wir nicht durch. War ja klar. Dann probieren wir es mal von hier. Und tatsächlich, da ist etwas. Okay, wir haben ein Stück von der Scheibe. Und da unten ist auch noch was, was leuchtet. Das will ich auch haben. Einfach weil es leuchtet. Da kommen wir aber so nicht ran, wie ich das sehe. Müssen wir einmal außenrum. Weil wäre ja auch zu einfach. So. Ein ganz schmaler Gang. Da unten sind irgendwie Quallen oder sowas. Ah. Die Platte habe ich gar nicht gesehen. Mann, haben wir einen Dusel. Ich wollte eigentlich direkt so an den Felsen ranspringen. Mitten im Flug habe ich dann gesehen, das passt nicht so ganz. Oh. Okay, wir haben Fuchs oder irgendwie sowas haben wir jetzt gesammelt. Wo geht's hier lang? Ah, okay. Okay. Da unten ist auch noch so eine kleine Höhle. Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben wieder. Alles klar. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Das macht aber gar nichts. Wir als Akrobatenkinder können das. Wir sind im Zirkus aufgewachsen. Und werden der nächste Batman. Oh. Ja, so nicht. Oder Rotkäppchen. Als wäre doch dann. Das wäre doch richtig nice. Wäre es Rotkäppchen, wir wären in der Zukunft. Das wäre dann so richtig, richtig merkwürdig so. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir uns selber den Weg weisen. Okay. Die verschwinden. Oh nein, wie süß! Wie süß! Jetzt ist der Fuchs weg. Ah, okay. Wie durch Zauberhand kriegen wir eine Treppe. Oh, da ist wieder so ein grünes Dingsterbums da. Ah, okay. Die Dinger machen anscheinend Türen auf. Oh, da ist wieder der Fuchs. Da war doch gerade eine Höhle.
hier ist ein Schwein. Können wir kriechen? Ne, da passen wir nicht durch. Glaube ich zumindest. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Anschwung. Nein, da passen wir nicht durch. Schade. Ah, okay. Hier ist noch so ein Teil, so eine Scheibe. Da haben wir schon 2 von 4. Aus der ersten Scheibe. Und hier kommen wir anscheinend nicht durch. Das ist aber ärgerlich. Wie gesagt, mir gefällt das Spiel bisher, also. Da ist ein Wasserfall. Wie man es ja aus anderen Spielen kennt. Einmal kurz gucken, ob man da drunter kann. Nein, kann man nicht. Also ein Wasserfall ist ein sehr beliebtes Versteck. Und das scheint eine Zeituhr oder irgendwie sowas zu sein. Ah, okay. Das macht die Platte hoch. Dann lasst uns mal ausprobieren, ob wir da nicht so hochkommen. So. Hup. Hey! Traut sich wohl nicht so. Und da gehen wir natürlich ein Stück näher ran. Oh, ist das süß. Aber wie gesagt, mir gefällt das Spiel. Und ich sehe schon, oh mein Gott, wir sind schon viel, viel zu weit über unsere Zeit. Ja, ich würde sagen, erstes großes Rätsel gelöst. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Ich denke, das kann sich sehen lassen für die erste Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss. Ciao.